Als echter Argentinier muss man wissen, wie man Feuer macht. Und genau das machen wir jetzt, um Locro zu kochen. In diesem Kessel hier. Der wiegt etwa 150 Kilo. Bis der heiß wird, dauert es ein bisschen. Früher zogen die Argentinier mit diesem Topf in einem Leiterwagen über Land. Auf ihrem mühsamen Weg sammelten sie allerlei Gemüse ein. Wenn sie ihr Ziel dann endlich erreicht hatten, zündeten sie ein Feuer an und aßen alle gemeinsam aus einem Topf. Heute koche ich Locro. Hier sind Kürbis, Zwiebeln und Knoblauch, Karotten, Kichererbsen, Bohnen und Mais, Würste vom Schwein, Schweinefüße, Rinderrippen und Kutteln. Locro ist ein altes, typisch argentinisches Rezept. Das gibt es immer zu unseren Nationalfeiertagen, am 25. Mai und 9. Juli. Ich selbst esse dieses Ragout gerne im Winter. Ich mag gerne Fleisch, liebe Asado, Barbecue auf Argentinisch. Locro aber ist und bleibt die Krönung unserer Landesküche. Der Topf ist jetzt heiß, wir können beginnen. Zuerst erhitze ich das Öl. Ein paar Knoblauchzehen für den Geschmack. Dazu Karotten und Zwiebeln. Dieser Löffel ist wirklich schwer. Aber ich rühre weiter. Ich gebe die Rinderrippen dazu. Jetzt die Kutteln. Dann noch Rosmarin, frische gehackte Petersilie, getrockneter Oregano und schwarzer gemahlener Pfeffer. Nun werfe ich die Kürbiswürfel in den Topf. Dann gieße ich mit Wasser auf. Jetzt kommen die Hülsenfrüchte dazu. Der Kürbis muss zerkochen, damit unser Locro schön sämig wird. Lasst es euch schmecken. Es ist zu warm für dieses Essen. Aber je heißer der Locro, desto besser schmeckt er. Und danach eine Siesta unter freiem Himmel. Lob an den Koch. Es schmeckt sehr gut. Ich bin begeistert.